Jetzt im CT-Magazin. Und Vorsicht, Kunde, die kaputte Festplatte. Dubiose Datenretter nehmen viel Geld, retten aber keine Daten. Herzlich willkommen. Das folgende Problem wird immer größer, jeden Tag und das bei jedem von uns, weil wir ja alle Daten, die wir lieb gewonnen haben, eben nur noch digital archivieren, auf einer Festplatte zum Beispiel. Und wenn die dann mal kaputt geht, ist guter Rat teuer. Teuer auf jeden Fall, nur nicht immer gut. Willi Streitz ist Katastrophenforscher an der Uni Kiel und erlebte selbst eine Katastrophe. Seine Festplatte fiel vom Tisch, die Dateien nicht mehr lesbar. Da waren Filmdateien drauf mit einer Länge von jeweils ca. 4 Stunden. Das waren ca. 56 Dateien und die sind mir einfach enorm wichtig. Die wollte ich einfach gerne wiederhaben. In seiner Not sucht Willi Streitz im Internet nach einem Datenretter. Und er wird fündig. Die Firma IT-Service 24 macht auf den ersten Blick einen seriösen Eindruck. Sie verspricht, dass man nur im Fall einer gelungenen Datenrettung bezahlen muss. Und Labore in Berlin und München vermitteln den Eindruck von Kompetenz und deutscher Wertarbeit. Kurz entschlossen greift der Soziologe zum Hörer und schildert dem Unternehmen sein Problem. Das sagt schnelle Hilfe zu. Schon am nächsten Tag schickt Willi Streitz die Festplatte ins Hauptlabor nach Berlin. Einige Tage später meldet sich IT-Service 24 bei ihm. Die Untersuchung der Festplatte sei beendet. Diagnose: die Schreib- und Leseköpfe seien kaputt. Streitz soll nun plötzlich 240 Euro überweisen, damit die Rettung der Daten weitergehen könne. Das Geld solle an ein Konto in Wales gehen. Wales? Nicht IT-Service 24 will das Geld, sondern eine Firma namens Fields Data Recovery. Streitz ist irritiert, überweist den Betrag aber trotzdem und hofft, dass man ihm wirklich hilft. Ein paar Tage später meldet sich IT-Service 24 schon wieder. 85% der Daten seien defekt, sie könnten allerdings durch sogenannte Tiefenscans wiederhergestellt werden. Aber vorher solle er, bitteschön, weitere 800 Euro überweisen. In seiner Not begleicht Willi Streitz auch diese Forderung, trotz wachsender Zweifel. Ich hatte eigentlich beim ersten Mal schon Bauchschmerzen und nach einer deutschen Bank gefragt. Aber ich wollte ja die Daten unbedingt wiederhaben, also habe ich erneut gezahlt. Und nach ein paar Tagen trifft tatsächlich eine Festplatte bei ihm ein. Nicht seine alte, aber auf der neuen sind seine wiederhergestellten Filmdateien. Denkt Willi Streitz jedenfalls. Doch dann stellt er fest, nur die ersten 8 der insgesamt 56 Filme lassen sich wieder anschauen. Der große Rest aber sieht so aus. Willi Streitz will eine Erklärung. Er hat über 1000 Euro bezahlt und Schrott bekommen. Doch bei IT-Service 24 wird er nur noch abgewimmelt. Ratlos und enttäuscht wendet er sich nun an das CT-Magazin. Wir erfahren, dass IT-Service 24 nur ein Internetauftritt von Fields Data Recovery aus Großbritannien ist. Und über diese Firma beschweren sich in Foren viele Kunden. Alle haben sie ähnliche Geschichten erlebt wie Willi Streitz. In Berlin, am Hauptsitz von IT-Service 24, wollen wir mehr über die dubiosen Geschäftspraktiken der Firma erfahren. Ein Interview wird aber abgelehnt. Eine Drehgenehmigung für die Geschäftsräume gibt es auch nicht. Aber wir sprechen mit dem Manager Danny Stegemann und erfahren Unglaubliches. In einem Gespräch in seinem Büro teilte er mir mit, dass IT-Service 24 weder in Berlin noch in München noch in Köln ein Labor betreibe. Überhaupt in ganz Deutschland werde überhaupt kein Laboratorium betrieben. Der Grund für die falsche Tatsachenbehauptung sei ganz einfach eine Marketingstrategie. IT-Service 24 wolle so mehr deutsche Kunden an sich binden. Nach unserem Besuch reagiert die Firma plötzlich sehr schnell. Auf der IT-Service 24 Internetseite, auf der eben noch mit imposanten Bildern für die deutschen Labore geworben wurde, herrscht plötzlich Leere. Und kurz darauf bekommen wir auch noch eine schriftliche Stellungnahme zum Fall von Willi Streitz. Darin heißt es: Zurzeit befindet sich die Platte bei der Forensikabteilung in Großbritannien. Diese versuchte nachträglich die Daten, die korrupt waren, zu regenerieren. Leider war dies aufgrund der schlechten Sektoren in diesen Datensegmenten unmöglich
Aus dem Grund geht die Platte heute an Herrn Streitz per UPS zurück. Und tatsächlich, noch während unserer Dreharbeiten bekommt Streitz ein Päckchen aus Wales. Darin seine alte Festplatte und das Versprechen, ihm das gezahlte Geld zurückzuüberweisen. Und Willi Streitz? Der hofft immer noch, dass seine Daten gerettet werden können. Von einer seriösen Firma. Doch wem soll er da noch vertrauen?